wenn ein Druckauftrag sozusagen abgegolten ist. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass meine Bücher verkauft werden, dass so viel verkauft werden, dass ich mit dem Erlös das nächste wieder drucken kann. Das ist auch ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, denn ich habe keine Sponsoren. Mich sponsert keiner. So. Und wenn man jetzt bedenkt, ich glaube, dass ich mit meiner Arbeit doch etwas erreicht habe. Ich habe nicht erreicht, dass ich jetzt nun in der Bevölkerung rehabilitiert werde. Das kann ich nicht. Aber eines habe ich erreicht. Es wird nicht alles so bleiben, wie es ist. Es werden andere Generationen kommen und andere Verhältnisse. Und es wird andere Historikergenerationen geben. Und die brauchen genügend Material, um die Spreu vom Weizen trennen zu können. Wenn ich das nicht gemacht hätte, ich habe mindestens 600 Aufsätze im Netz. Die wenigsten lesen das alles, aber es gibt Leute, die lesen es. Und diese Historikergeneration, auf die ich baue, die wird das analysieren. Und ich habe, glaube ich, 160 Videogespräche. Und ich höre ja auch nicht auf damit. Das heißt also, nehmen wir mal an zum Beispiel, wenn ich jetzt vor einem Gericht Gehör finden würde, das Problem ist ja, bei Verdacht kannst du nichts machen. Ich habe mich manchmal besser gefühlt, wo ich mit den schlimmsten Anschuldigungen vor Gericht stand, weil ich dann argumentieren konnte, ich konnte mich zur Wehr setzen, ich konnte die falschen Argumente aushebeln. Aber wenn es nur um einen massenhaften Verdacht geht, jeder erzählt was über mich, schnarcht im Archiv rum, packt noch was drauf, macht sich interessant und ich muss das dann auslöffeln. Aber es ist keine Instanz, die mal nachprüft, was nun wirklich wahr ist. Ich sage Ihnen, ich traue mir zu, wenn ich ein Gericht finden würde, wo es darum geht, zu ermitteln, was von all diesen Verdächtigungen, Sachverhalten wahr ist und was falsch ist. Es könnte ein Gericht sein, was ganz stark beeinflusst ist und gegen mich eingenommen ist. Ich würde es, wenn ich genug Zeit habe, zwangsläufig überzeugen, weil ich die Beweise habe. Ich kann jede einzelne Anschuldigung, jeden Beweis kann ich widerlegen und plausibel machen. Aber diese Instanz wird mir verweigert. Herr Hoffmann, Sie waren ja schon immer ein politischer Mensch. Sie waren aber nie mit... Seit 74. Seit 74. Oder 73. Sie waren aber nie Mitglied einer Partei. Nein. Warum nicht? Wenn Sie meine Schriften genau studieren, dann können Sie leicht erkennen, warum. Ich glaube nicht an die Demokratie, an die parlamentarische Demokratie. Und man macht es sich so einfach, wenn man sich dann nur noch eine Diktatur vorstellen kann. Mhm. Es muss andere Lösungen geben. Waren Sie wählen jetzt zur Bundestagswahl? Nein. Welche Partei im Parteienspektrum steht Ihnen denn am nächsten? Stimmt es, das habe ich irgendwo mal gelesen, dass Sie mal zur Unterstützung der FDP aufgerufen haben? Stimmt das? Dazu? Dass Sie mal zur Unterstützung der FDP aufgerufen haben? Niemals. Stimmt es nicht? Habe ich irgendwo gelesen. Nein, im Gegenteil. Die Partei, die geht mir am meisten auf die Nerven, weil es ist die Partei, die eigentlich kaum jemand gewählt hat und die immer sich das Zünglein an der Waage gemacht hat. Ja. Eigentlich die keiner wollte. Dadurch, dass sie das Zünglein waren, haben sie sich über die besten Posten dann rausgeholt und durften dann mitregieren. Das ist ja auch nicht gerecht an dem ganzen System. Mhm. Zum Parlamentarismus haben Sie mal gesagt, mittlerweile auch schon lange her, im Spiegelgespräch 1980, da wurden Sie gefragt, ob Rudi Dutschke ein Vorbild für Sie gewesen ist. Und da haben Sie geantwortet: In gewisser Weise ja. Ich finde vieles in seinen Gesprächen wieder, was ich selbst auch denke. Beispielsweise den berühmten Satz, also jetzt Zitat Dutschke: Darüber, Genossen, sind wir uns doch wohl alle im Klaren, dass die parlamentarische Demokratie historisch überholt ist. Ja. Sehen Sie das heute immer noch so? Ja. Ja? Das ist da Ihre Kritik am Parlamentarismus? Ja. Jetzt sind wir an dem Punkt,
wenn Sie mich schon so gezielt fragen, ja, dann wollen wir mal über die Demokratie reden. Ja. Also, erstens, die parlamentarische Demokratie bedeutet, dass der einzelne Bürger, der angeborene Rechte hat, mit dem Wahlvorgang veranlasst wird, seine Rechte abzugeben. Auf eine das wird ja auch die Redewendung, man gibt seine Stimme ab. Man gibt die Stimme ab und man hat von dem Augenblick an nichts mehr zu sagen. In dem Moment, wo die Parlamentarier in die Regierung gewählt worden sind, wird Geheimdiplomatie gemacht, von der der Bürger ausgeschlossen ist und wo er kein Mitbestimmungsrecht mehr hat. Er hat nur nicht mal das Recht zu einem Volksentscheid. Und das wäre doch das Mindeste. Also das heißt, ihm wird regelrecht sein persönliches Grundrecht wird ihm abgegaunert, indem man ihm vorspiegelt, er könne mitbestimmen, kann er aber nicht. Er kann nur darüber bestimmen, wer von den ausgewählten Pappnasen dann nach oben gespült wird und sonst nichts. Aber das ist nicht der einzige Grund. Ich halte auch das Mehrparteiensystem für sehr schädlich. Ein Einparteiensystem ist auch nicht ideal, aber doch schon eine wesentlich bessere Form der Staatsführung. Und zwar deswegen, weil das Prinzip der Demokratie ist, dass jeder Bürger aufgefordert ist, sich für eine Partei zu entscheiden und immer gegen die andere. Und wir können ja auch feststellen, also ich warte immer darauf, ich würde das anders machen. Ich würde davon aus, sonst würde ich gar nicht teilnehmen. Ich würde davon ausgehen, dass ich das weitaus bessere Programm habe und das würde ich darstellen. Aber nicht ununterbrochen die anderen Parteien schlecht machen. Das ganze Wahlprogramm besteht doch nur daraus, die Leute aufzufordern, nur ja, nicht den anderen zu wählen, weil der ja schlecht ist. Und auch die praktischen Auswirkungen, wir haben doch heute die Situation, es kann doch keiner, der einer bestimmten Partei angehört, einmal bei einer anderen Partei sprechen. Das ist erledigt. Also die Bevölkerung wird auseinanderdividiert und permanent in diesem Parteienstreit immer gegeneinander geführt. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel den Profisport ablehne. Also ich halte gar nichts von dem Fußballgetue. Er bringt keinen Frieden, Sport vereint nicht, sondern nur Feindschaften. Die Feindschaften gehen so weit, dass sie sich die Köpfe einschlagen und Blut fließen. Das ist nicht in Ordnung. Und bei dem Parteiensystem, die Demokratie zerstört systematisch durch dieses dauernde Erfordernis, immer die Wähler aufzufordern, nur ja nicht den zu wählen und den anderen abzulehnen, dafür aber den, die andere Partei gibt sich Mühe, die andere Partei schlecht zu machen. So gut es nur geht, schlecht machen, und damit wird die Volksgemeinschaft aufgelöst. Nun sind Sie ja ein politischer Kopf, der eines kann, was viele andere nicht können, nämlich Sie können ja nicht nur kritisieren, sondern Sie machen sich auch selbst Gedanken über einen Staat nach Ihren Gesichtspunkten. Konstruktive Gedanken, und ich warte auf den Moment, wo jemand kommt und mir das sachlich widerlegen kann. Ich möchte gerne davon überzeugt werden, dass der ein oder andere Punkt oder insgesamt ein Irrtum ist, aber der findet sich nicht. Sie stellen alle nur fest, dass es gegen ihre Interessen läuft und da muss man das kaputt machen und diffamieren. Haben Sie zum Beispiel in Ihrem aktuellen Buch Politische Analysen, haben Sie da hinten angestellt einen Aufsatz zum Thema der ideale Staat. Ja. In Ihrem Idealstaat gibt es zum Beispiel gar keine Partei. Nein. Aber trotzdem muss man ja irgendwie zu einer Regierung kommen. Ja. Wie würde das dann funktionieren? Kann man ja alles nachlesen. Ja, ich habe es auch nachgelesen, aber viele, die das hier anschauen, die haben es nachgesehen. Stellen Sie sich mal vor,
die Regierung, die wir jetzt haben, würde jetzt mal 2 Jahre in Urlaub gehen, irgendwo hin, wo wir sie nicht mehr sehen. Was würde passieren? Würde der Staat nicht mehr verwaltet werden können? Würde da alles zusammenbrechen oder würde das einfach so weiterlaufen? Ich gehe davon aus, wir würden es gar nicht merken. Das Einzige, was wäre, es würden keine blöden Gesetze neu gemacht und es würde weiterer Unsinn vermieden. Aber ansonsten, es würde alles... Wir hatten das jetzt zum Beispiel vor einigen Jahren in Belgien. Belgien hatte ja, glaube ich, 2 Jahre lang oder so keine Regierung. Weiß ich gar nicht. Aber trotzdem lief alles gegen seinen geregelten So wie es festgelegt ist, läuft es weiter. Und wenn das Festgelegte kein Unsinn ist, sondern vernünftig ist, dann wird eben auch vernünftig regiert. Das Regieren ist ja letzten Endes ein Verwalten. Ein Verwalten des Staates und seiner ganzen Institutionen. Und nun kommt natürlich auch dazu, welche Wirtschaftsform man hat und es kommt auch dazu, welche außenpolitischen Vorstellungen man hat. Wenn man zum Beispiel vollkommen neutral wäre, dann würde ja sehr viel Überlegungen, die Köpfe heiß machen, die würden ja entfallen. Also ich bräuchte keinen BND, wenn ich neutral bin. Wozu? Brauche ich keine Feinde, brauche ich nicht. Ist das denn in der heutigen globalisierten Welt möglich, ja, dass ein Staat wie Deutschland keine Außenpolitik betreibt und außenpolitisch einfach völlig neutral ist? Ja, wäre wunderbar. Es wäre ein riesiger Vorteil. Weil wir hätten zum Beispiel, wenn wir... Damit wir aber auch keine Verbündeten. Gott sei Dank. Ja. Weil... Die Schweiz hat auch keine Verbündeten und existiert immer noch herrlich und in Freude. Und in Schweden hat auch keiner was getan. Ich glaube, in der letzten Zeit waren sie so dämlich und haben sich der NATO irgendwie angeschlossen. Ich weiß gehört. Aber nein, wir hätten keine äußeren Feinde. Und wenn ein Feind käme und kein anderer würde ihm in den Arm fallen, aber vor lauter Konkurrenzneid würden sich die 2 Großen dann schon in den Arm fallen und nicht zugucken, dass ein neutraler Staat aufkommt. Und wenn, was wäre denn dann? Dann wäre man Feind besetzt. Das sind wir doch dran gewöhnt. Das sind wir doch sowieso schon. Jetzt ging wenigstens nicht alles kaputt. Und irgendwann könnte man sich dann auch wieder ausdehnen und könnte langsam wieder eine andere Situation herstellen. Nein. Die Neutralität, und das muss ich sagen, eine Partei, die auch nur meinen Respekt haben wollte, die müsste ein paar Grundforderungen, jetzt unter diesen Umständen, wo es am Ende sowieso alles nichts nützt, aber um überhaupt sich moralisch rechtfertigen zu können, diese Partei müsste als erstes den Austritt aus der NATO, Austritt aus der EU, kann man geteilter Meinung sein. Ich war früher mal der Meinung, es ist ein ganz schlechter, verkehrter Anfang gewesen, aber vielleicht kann man ihn zum Besseren umformen. Bin aber heute auch nicht mehr der Meinung, da muss ein Neuanfang gemacht werden. Aber die EU, da wäre es ja auch möglich, dass man einfach nur, sagen wir mal, ein paar Partner entfernt, die man nicht brauchen kann. Zum Beispiel als erstes einmal die Einwirkung der Amerikaner. Und die NATO ist sehr viel gefährlicher als die EU. Das ist das Erste. Raus aus der EU hört man viel. Da geht es immer nur um Geld und D-Mark. Nein, die NATO ist das Gefährliche. Wir sollten unsere Geschichte uns zu Herzen nehmen. Der Erste Weltkrieg, ohne den der Zweite ja gar nicht denkbar gewesen wäre. Der Erste Weltkrieg war die Folge einer unglückseligen Bündnisverpflichtung. Deutschland hat keine eigenen Kriegsziele gehabt und ist in diesen Krieg hineingezogen worden, der furchtbar war. Und auch diese ganzen Bündnisse werden heute geschlossen und morgen werden sie gebrochen und umgekehrt. Und Bündnispartner, jeder sieht doch wieder seinen eigenen Vorteil. Das ist nicht das, als wenn 2 Länder ihren Laden zusammenschmeißen. So wie damals Österreich zu Deutschland zusammengeschmissen worden ist. Es war eine Einheit, es ist was anderes. Kein Bundesstaat. Aber auch jetzt bei der Wiedervereinigung mit der DDR, gegen den Willen unserer ewigen Gegner,
Der Laden ist erstmal zusammengeschmissen worden, auch wenn es Probleme gibt, aber es ist was anderes. Es ist kein, man hätte es ja auch als Bundesstaat mit einer anderen, wie soll ich mal sagen, anderen Verfassung angliedern können, hat man nicht getan. Also von den Bündnissen halte ich nichts und vom Europa der Vaterländer halte ich gleich 10-mal nichts, denn das Europa der Vaterländer hat uns 2 große Kriege gekostet, nicht? Und das wird wieder so sein. Es wäre doch, wenn jetzt jedes Land außenpolitisch neutral ist, das wäre doch dann eine Art Europa der Vaterländer. Ja, wir können aber den Franzosen, Italienern nicht vorschreiben, ob sie neutral sein wollen oder nicht, aber wir selber können das erstmal für uns fordern. Und wenn Deutschland, ich meine, es funktioniert sowieso nicht, weil wir ja die gewaltunterworfenen Amerikaner sind. Das ist die eine Seite, da käme ich vielleicht noch auf den Punkt. Das sowieso, aber wenn es überhaupt erstmal, wir sind ja in der Phase, wo man erstmal nur was fordern soll. Es geht ja noch gar nicht darum, irgendetwas durchsetzen zu können. Weil bevor ich die Frage, wie willst du denn das machen, das ist eine Frage, die viel später kommt. Erst muss ich mal wissen, was ich überhaupt will. Und wir müssten neutral sein, zumindest fordern, neutral zu werden. Der erste Schritt ist raus aus der NATO. Die größte Kriegsgefahr ist einfach das NATO-Bündnis. Die anderen machen die Kriege und wir Idioten sind dabei. Und das darf so nicht sein. Wir müssen aus dem Krieg gelernt haben. Und wenn uns dann einer überfallen will, bitteschön, dann können wir es nicht ändern. Wenn wir einen Krieg führen, wenn wir uns verteidigen, was bleibt denn nach der Verteidigung übrig? Nichts mehr. Darüber sind sich die jungen Leute, die noch nie einen Krieg gesehen haben, die wissen noch gar nicht, was das bedeutet, worüber sie reden. Und sie ahnen gar nicht, in welcher Gefahr sie sind. Und wenn es soweit ist, dann können sie sich aus dieser Gefahr nicht mehr befreien. Das ist das eine. Das zweite ist, die strikte, also nicht nur die Neutralität im militärischen Sinne, sondern auch in Wort und Schrift neutral gegenüber den Geschehnissen in anderen Ländern, ob sie uns nun gefallen oder nicht gefallen. Zum Beispiel könnten wir den islamischen Terrorismus abschaffen. Den hätten wir nicht oder nur höchstens mal zufällig. Aber das würde bei uns nicht in Erscheinung treten, wenn wir neutral sind. Zum Beispiel in der Zeit, wo wir den Schröder hatten, muss ich sagen, von allen Bundeskanzlern, ausgerechnet SPDler, habe ich von dem und den meisten Respekt, weil der den Amerikanern Widerstand entgegengesetzt hat. Und das war nicht leicht. Der isoliert Deutschland. Der hat am Golfkrieg nicht teilgenommen. Wenn auch illegal unsere Spezialkräfte teilgenommen haben, vielleicht ohne dass er es wusste. Aber in der Zeit hat uns ein islamischer Radikalismus hier nicht bedrängt. Wenn wir nicht in Afghanistan wären und dort nicht und da nicht und in Syrien und nicht auch immer die große Klappe hätten und immer jemanden beschimpfen, den anderen wieder belobhudeln, wenn wir uns raushalten würden, wir haben doch mit uns selber genug zu tun. Wenn wir friedlich wären, dann will auch keiner was von uns. Und wir haben ja auch noch eine ganz neue Konstellation, eine ganz andere. Russland war ja immer ein gefährlicher Gegenspieler zu Sowjetunion-Zeiten. Er war der Besatzer in der DDR, er war der hinter der DDR-Regierung stand, der notfalls kam mit seinen Panzern, wenn man sich befreien wollte, den 17. Juni, habe ich ja miterlebt damals, ich weiß, wovon ich rede. Aber ist er ja nicht mehr. Russland ist die bessere Weltmacht und die bessere Friedensmacht. 10-mal besser als die auf der anderen Seite. Und mit Russland ein friedliches Verhältnis haben und zusammenarbeiten, hätten wir alles, was wir brauchen. Die hätten die Weite, die hätten die Rohstoffe. Wir könnten bestens zusammenarbeiten. Und das ist eine Perspektive, die vielleicht in der Zukunft mal zum Tragen kommen könnte. Also außenpolitisch wäre Ihr Idealstaat auf jeden Fall neutral. Innenpolitisch würde ich es so als liberal bezeichnen. Sie haben da zum Beispiel zwei Beispiele, wie ich also darauf komme, dass es so meiner Auffassung sehr liberal wäre, dass Sie sprechen sich gegen politische Erziehung aus und es sollte auch keine
keine deutsche Leitkultur vermittelt werden. Eine Kultur hat man oder man hat sie nicht. Mhm. Und sie setzt sich durch, wenn sie gut ist, und sie geht ein, wenn sie schlecht ist. Mhm. Das ist das eine. Ich sage ja nicht, dass ein Kulturkampf nicht stattfinden kann. Ich sage auch nicht, dass die Religionen verboten werden sollen. Aber sie dürfen nicht Sache des Staates sein. Und alle, die sich jetzt gegen Islamisierung wenden und so weiter, könnten es viel einfacher haben. Und es wäre viel korrekter, wenn sie sagen würden, nun endlich, bitteschön, absolute Trennung von Religion und Staat. Der Staat darf eine Religionsgemeinschaft nicht unterstützen. Nicht finanziell, nicht mit Vergünstigungen, er muss sie gewähren lassen. Und wir dürften auch zum Beispiel der Kirche, besonders der katholischen Kirche, wir dürften ihnen ihre finanziellen Pfründe nicht lassen, weil das Macht bedeutet. Aber nicht verbieten, von verbieten rede ich nicht. Soll ich sagen, die Trennung von Kirche und Staat schon in der Verfassung oder in unserem Grundgesetz, wenn es am Anfang heißt, vor Gott und der Welt. Da stößt es mir sauer auf. Was bedeutet das im 21. Jahrhundert? Vor Gott. Nicht? Diesen Unsinn. Und Politiker glauben meistens nicht an Gott. Aber es gibt sie. Und ein gottgläubiger Politiker, den müssen wir fürchten. Die sind ganz besonders schlimm. Also hier Trennung Kirche und Staat. Und es ist wie im Sport, der Bessere gewinnt. Die besseren Argumente überzeugen und wenn den Bürgern, warum schreibe ich denn eine Kultur vor, und wenn sie zehnmal irgendwie, wie war sie denn, die war doch schrecklich, unsere Kultur. Sie war katholisch bestimmt und sie war, wir könnten heute so gar nicht mehr leben, wie sie noch in meiner Jugend war. Das könnt ihr euch ja gar nicht mehr vorstellen. Heute kann ein junges Paar, die brauchen nicht heiraten, die können eine Wohnung mieten. Um Gottes Willen. Wenn da ein Hauswirt gestattet hat, dass er mal ein nicht verheiratetes Paar übernachtet hat, da hat er eine Strafanzeige am Hals gehabt. Aber auch so andere Sachen, wir regen uns über Kopftuch auf und dass die Mohammedaner die Haare nicht so offen tragen. In meiner Kindheit, ich bin ja als Kind auch mal bei der Kinderlandverschickung auf der Insel Usedom gelandet, und das hat keiner gemerkt, da war zufällig ein Platz frei und ich rutschte da rein. Und dann haben wir festgestellt, unterwegs schon auf dem Transport sind nur Mädchen zugeladen worden und kein einziger Junge. Jetzt war ich da in dem ganzen Heim mit lauter kleinen Mädchen zusammen. Und da habe ich mir auch manchmal gedacht, wenn die früher die Zöpfe noch nicht geflochten hatten, dachte ich, die sehen eigentlich süß aus wie die Engel, nicht? So schöne, lange Haare. So dürften die nicht auf die Straße. Die Zöpfe mussten geflochten sein oder irgendwie so rum oder ein Pferdeschwanz oder Bubikopf mit so offenen Haaren wie heute. Das lief man draußen nicht rum auf der Straße. Was war das für ein Aufsehen, wie dann die Miniröcke dann aufkamen und die Hotpants und so weiter. Und so wie sich die Türken heute verhalten, der Türke sagt sich, meine Tochter läuft so nicht rum, dann sehe ich das anders. Dann sage ich mir, der verhält sich so in seinem Familienbetrieb, wie sich ein Familienvater 1950 verhalten hätte oder 1945. Mhm. Also ich sehe das alles immer mit ein bisschen anderen Augen, weil die Verwilderung der Sitten kriegen wir ja gar nicht mehr mit. Unsere Werte bestehen eigentlich darin, ist ja auch nicht schlecht. Ich sage gar nicht, dass das schlecht ist. Unsere Werte bestehen darin, dass diese strengen, katholisch geformten Wertvorstellungen aufgelöst sind. Ne? Die katholische Kirche ist ja wahnsinnig frauenfeindlich gewesen. Und auch in meiner Jugend noch, die Frau konnte nicht einfach ein Geschäft abschließen oder eine Arbeitsstelle annehmen, ohne dass der Mann, wir waren aber auch schon ein Rechtsstaat. Und wenn jetzt die Türken, die aus einer anderen Umgebung, die ein bisschen hinten nachhinkt, oder eben noch so ein bisschen wie früher ist, hierher kommen, dann habe ich dafür Verständnis. Oder wenn der Türke kommt, dann wird er gleich wieder heimgeschickt, wenn er befragt wird, ob er sich zu unseren Werten bekennt. Und er sagt, naja, also Schwule, das kann er nicht akzeptieren, um Gottes Willen, das ist ja schrecklich. Dann schicken sie den ja gleich wieder heim. Wir waren auch schon ein Rechtsstaat, angeblich.
wo die Homosexualität verboten worden ist. Muss ja nicht sein. Aber muss es denn gerade unser Ideal werden? Und wer einer ist dagegen, ist ja schon ein schlechter Mensch. Also was ist mit unseren Werten los? Und eine Kultur lebt immer, die ist lebendig. Wenn sie aufhört, lebendig zu sein und aufhört, fremde Einflüsse aufzunehmen. Und sie nimmt ja immer nur das auf, was die Leute wollen. Und wenn sie aufhört, das zu tun, dann wird es zum Anachronismus. Entsetzlicher, starker Anachronismus. Und da bin ich nicht so richtig. Sie schreiben da zum Beispiel auch in Ihrem aktuellen Buch, dass Ihre ideale Staatsform unabhängig ist von der ethnischen Zusammensetzung des Staatsvolkes. Ja. Sehen Sie die Überfremdung dann gar nicht als Problem? Ich sehe in erster Linie das, was wir jetzt haben, diesen Zuwanderer, Tsunami, ist in erster Linie ein ganz schwerwiegendes Problem, aber es ist in erster Linie ein quantitatives Problem. Das sehe ich. Ne? Und es ist ja auch so, bei der Aufnahme fremder Kulturen, die muss stattfinden, auch ständig, aber es kann natürlich auch zu einem Kulturschock kommen, wenn man den Zuwanderern nicht genügend Zeit lässt, sich zu akkulturieren. Das ist nämlich, sie werden etwas mitbringen, aber sie werden sich mehr akkulturieren an das Volk, in dem sie leben. Sie werden sich den Gewohnheiten, das ist das, was ich auch denke. Das verlangen Sie dann auch vom Einwanderer, dass er sich assimiliert. Eine Regierung muss ganz andere, die muss viel mehr Aufgaben wahrnehmen, aber andere Aufgaben, die sie sich zugeordnet haben, verzichten. Nicht so viel verlangen. Ich würde auch viel weniger verbieten. Ich würde zum Beispiel den Alkohol nicht verbieten. Ich würde dafür sorgen, dass er nicht an jeder Ecke verfügbar ist. Zum Beispiel, wenn er nicht verfügbar ist, brauche ich nicht drüber reden. Oder wenn zu viel gestohlen wird, zu viele Einbrüche sind, dann muss man eben die Wohnungen so absichern mit Türen und Fenstern, muss man halt diese eine bestimmte Art zu leben aufgeben und muss halt dafür sorgen, dass nichts mehr gestohlen werden kann. Verziehen sich die Gangster schon woanders hin, wo es leichter ist. Also man kann, das Prinzip ist, was unangenehm ist, was abträglich ist, muss man erstmal schauen, ob man nicht die Verfügbarkeit einschränken kann oder gar ganz entfallen lassen kann. Dann verschwindet das Problem. Zum Beispiel Korruption. Wenn keine Gelegenheit zur Korruption da ist, dann gibt es keine. Wo entsteht die Korruption? Indem die private Großindustrie, die wirklich großen Gelder werden ja da verschoben, die besticht die Regierungsmitglieder, damit sie ihnen Vorteile verschaffen. So. Wenn aber die Wirtschaftsform eine andere ist und wenn die Großindustrie staatlich ist, praktisch, wenn ich sowieso darüber bestimmen kann, was da gemacht wird und nicht der andere von mir verlangt, dass ich etwas tue, entfällt die Besteckung. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Ich würde dem Regierungsmitglied untersagen, eigenes Geld zu haben. Der dürfte überhaupt kein Geld haben. Der kriegt einen Ausweis, geht ja heute alles, ne? Damit kann er alles bezahlen, was er wieder kann. Der kann auch luxuriös leben. Der kann eine Villa haben, der kann drei Chauffeure, ist mir alles egal. Aber nicht Millionen Bestechungen zulassen. Der darf kein eigenes Geld haben, noch nicht mal ein eigenes Konto, sodass er auch keine Möglichkeit hat, Gelder an Verwandte wieder weiterzuschieben. Und nun könnte man sich sagen, ja, wer stellt sich dann noch zur Verfügung? Dem fehlt doch nichts. Der kann doch ein wunderbares Leben führen und überhaupt keine Sorgen. Aber er kann eben sich nicht mästen an dem Betrieb. Und die Leute, die das nicht wollen, die stellen sich halt dann nicht zur Verfügung. Das wären sowieso die Falschen. Dann melden sich andere Idealisten, die jetzt nicht mitmachen wollen, erstmal, weil man sie nicht brauchen kann. Und vor allem, weil sie sagen, in dem Sachplan mache ich nicht mit. Die aber bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Da
Das muss man ja. Ja, natürlich, er muss Verantwortung übernehmen, das ist ja was anderes. Aber er darf nicht den eigenen Vorteil sehen. Und solche Leute gibt es. Es hat ja auch in der Geschichte schon solche Politiker gegeben. Zum Beispiel Gaddafi war ein solcher. Der wird auch sehr unterschätzt. Nicht? Oder solche Leute wie Nelson Mandela habe ich große Hochachtung. Er verfällt nicht in den Hass, obwohl er so viel hat hinnehmen müssen. Aber weitere Frage? Herr Hoffmann, ich bedanke mich für das Gespräch. Das war's. Ja. Wir schauen dann uns was draus machen. Wir wollen uns jetzt mal schauen, wie man die Kamera ausschalten. Und für hier?